Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Danke, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich mal wieder ein sehr interessantes Videothema parat. Im heutigen Video geht es um die besten Fußballvereine aus jedem einzelnen europäischen Land. Da es in Europa sehr, sehr, sehr viele Länder gibt, habe ich das Video auf 5 Teile gesplittet. Deswegen, um nicht die restlichen 4 Teile zu verpassen, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Ich gebe mir hier sehr viel Mühe für Recherche, Videothemen finden, Thumbnails und so weiter und versuche immer aktiv gute und interessante Videos zu bringen. Das macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß. Aber was ja, mir nicht so Spaß macht, ist, wenn ich auf meine Kanalstatistiken gucke und sehe, dass nur 6% meine Zuschauer Abonnenten sind. Und das ist zum Vergleich zu anderen Kanälen sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Und das ist noch nicht mal die Nähe des Durchschnitts. Also, wenn ihr mir eine Freude machen könntet und auch allgemein Fußball-Videos feiert, abonniert gerne meinen Kanal und erhöht gerne mal die Statistik nach Abonnenten. Danke. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Im heutigen Video geht es um die besten Fußballvereine aus jedem einzelnen Land in Europa. Teil 1. Wichtig, dieses Video basiert auf meiner eigenen Meinung. Fühlt euch nicht angegriffen. Bevor ihr jetzt hatet und ein Dislike dalässt, schreibt doch lieber eine Liste mit eurer Meinung, was ist der beste Fußballverein aus jedem einzelnen europäischen Land. Und wir können gerne fair und neutral diskutieren. Danke. So, das erste Land ist Albanien. Da habe ich KF Tirana. Mit 25 Meisterschaften und 16 Pokalsiegen gehört KF Tirana zu den erfolgreichsten Fußballvereinen im albanischen Fußball. Die letzte Meisterschaft holte Tirana 2020 und gehen damit als amtierender albanischer Meister in die neue Saison. Der letzte Pokalsieg war etwas länger her, der war 2017. Obwohl Tirana in der nationalen Liga sehr erfolgreich ist, konnte man sich leider noch nie für die internationalen Wettbewerben qualifizieren. Weitere Vereine, die man vielleicht noch nennen könnte, wären zum Beispiel KF Kukesh und Skender Beo Korch. Vorher wollte ich auch Skender Beo Korch nehmen, da sie zwischen 2010 bis 2018, bis auf eine Unterbrechung in der Saison 2017, immer die albanische Meisterschaft geholt haben und sich sogar zweimal für die Europa League Gruppenphase qualifizieren konnten. Allerdings ist der Verein für 10 Jahre aus allen europäischen Wettbewerben gesperrt. Grund dafür waren die Geschäfte mit der Wettmafia. Wenn ihr mehr über dieses Thema wissen wollt, schaut mal bei Manu Thiele vorbei. Er hat darüber auch ein sehr interessantes Video gemacht. Link ist in der Beschreibung. Kommen wir zum zweiten Land auf unserer Liste, Andorra. Andorra ist ein kleines Fürstentum und liegt zwischen Spanien und Frankreich. Aus Andorra habe ich den FC Santa Coloma genommen. Der FC Santa Coloma ist ein 1986 gegründeter andorrianischer Fußballverein aus der Hauptstadt Andorra la Vella. Wegen seines Hauptsponsors, der Konstruktionsfirma Pisa, sehr weiß, ich habe noch nie von denen gehört, wird der Verein offiziell Pisa FC Santa Coloma genannt. Wir bleiben aber hier bei FC Santa Coloma, da es ein wenig kürzer ist. Und um nicht Werbung zu machen für eine andorrianische Firma, die keine Sau kennt. Okay, ich bin wenigstens froh, wenn einer meiner Zuschauer überhaupt weiß, wo Andorra liegt. Brasilien. FC Santa Coloma ist mit 11 Meistertiteln andorrianischer Rekordmeister. Außerdem gelang es Santa Coloma 10-mal den andorrianischen Fußballpokal zu gewinnen. Zuletzt 2018, als man Erzrivale UE Santa Julia mit 2:1 besiegte. International haben sie bisher noch gar nicht gespielt, aber das ist in Andorra
ganz normal. Gehen wir mal jetzt weg vom andorianischen Fußball, gehen wir mal nach Armenien. Aus Armenien habe ich den FC Ararat Armenia aus Jerewan. Der Club spielt momentan in der höchsten armenischen Spielklasse und gewann 2019 sowie 2020 die armenische Meisterschaft. Was schon krass ist, da der Club 2017 gegründet worden ist. International hat der junge armenische Hauptstadtclub noch nicht gespielt. Höchstwahrscheinlich wird es eines Tages mal gelingen, da der Verein zweimal knapp an der Europa League Playoffs gescheitert ist. Einmal gegen F91 Düdelingen 2019 in Elfmeterschießen und einmal 2020 an Roter Stern Belgrad. Mal schauen, wie es in Zukunft für die aussehen wird. Kommen wir jetzt zum teilweise beliebten Nachbar Aserbaidschan. In Aserbaidschan gibt es viele Kandidaten, die man nennen könnte. Kandidaten wären zu einem der FC Kebele, die zusammen mit Borussia Dortmund mal in der Europa League Gruppenphase zusammengespielt haben. Und Neftchi Baku, die aserbaidschanische Rekordpokalsieger sind. Und sich 2013 sich für die Europa League Gruppenphase qualifizieren konnten. Keiner davon ist aber besser als der FK Karabakh Akdam, der amtierende aserbaidschanische Fußballligameister. Karabakh Akdam ist ein aserbaidschanischer Fußballverein, der ursprünglich aus der Region Karabach stammt. Da die Stadt Akdam wegen den Berg-Karabach-Konflikts zu einer unbewohnten Geisterstadt wurde, ist der Verein seit 1993 in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku ansässig. In Katar gibt es Vereine und Stadien, dessen Stadt noch nicht fertig gebaut wurden und noch nicht mal existieren. Und in Aserbaidschan gibt es einen Verein, dessen Stadt keine Einwohner mehr hat. Lul. Ja, der FK Karabakh Akdam oder streng genommen FK Karabakh Baku, wenn man es eigentlich so nimmt, ist mit 10 aserbaidschanischen Meisterschaften Rekordmeister. Und der erste und einzigste aserbaidschanische Fußballclub, der sich schon mal für die UEFA Champions League Gruppenphase qualifizieren durfte. Auch für die Europa League durften sie sich 5-mal qualifizieren. Rekord im aserbaidschanischen Fußball. Gehen wir von einem Land, das früher ein Teil der Sowjetunion war, zu einem anderen Land, das auch früher mal ein Teil der Sowjetunion war. Gemeint ist das Land, das Demokratie sehr groß schreibt, Belarus aka Weißrussland. In Weißrussland war die Auswahl ein wenig schwer, da wir überraschenderweise mehrere Auswahlmöglichkeiten haben. FK Schachtjor Salihorsk, die 2020 amtierender weißrussischer Meister wurden. Dynamo Brest, die 2019 weißrussischer Meister wurden. Und Dynamo Minsk, die sogar international Bekanntheitsgrad haben und auch häufiger die nationale Liga gewonnen haben. Ich habe mich allerdings für Barty Borisov entschieden. Klar, sie wurden die letzten 2 Jahre nur Vizemeister, klingt nach Borussia Dortmund, und international sind sie seit 2016 nicht mehr dabei. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, Barty Borisov, aktueller weißrussischer Pokalsieger und von 2018 ist man mit 15 Meistertiteln vor Dynamo Minsk der erfolgreichste weißrussische Fußballclub, der sich sogar international einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Barty Borisov qualifizierte sich 5-mal für die Königsklasse, die UEFA Champions League, und man qualifizierte sich auch 5-mal für die UEFA Europa League Gruppenphase und kam sogar 2-mal in der Gruppe weiter. Und wenn man 1 und 1 zusammenzählt, dann sieht man, dass Barty Borisov die richtige Wahl ist. Gehen wir jetzt mal zu den Kollegen aus Belgien und dort habe ich mich schnell entschieden, dass ich Club Brügge nehmen werde. Hättest du mich vor 5-6 Jahren gefragt, hätte jeder von uns RSC Anderlecht genommen. Allerdings qualifiziert sich Anderlecht kaum noch für die UEFA Champions League und seit 2017 gewann man nicht mehr die belgische Meisterschaft und sogar seit 2007 nicht mehr den belgischen Pokal. Auch in der Liga kam man 2019-2020 in der letzten Saison nicht mal unter den Top 5 und musste sich mit Platz 8 zufrieden geben.
Der FC Brügge dagegen wurde 2018 und 2020 belgischer Fußballmeister und Stammgast in der UEFA Champions League und/oder in der UEFA Europa League. Sonst könnte man noch KA Gent nehmen, KRC Genk oder Standard Lüttich nennen. Aber ich sehe hier Club Brügge als deutlich besseren Club. Gehen wir jetzt als nächstes nach Bosnien and Herzegowina oder abgekürzt BH. Versteht ihr BH wegen Bosnien und Herzegowina? BH wegen B Bosnien und ja, okay, das war unlustig. Wenn ihr es lustig fandet, lasst ein Like da. Nee, ich lache nicht. Natürlich haben sie gelacht. Okay, lassen wir den Kack und bleiben beim Thema. Bosnien-Herzegowina, meine Meinung, der beste Verein aus Bosnien-Herzegowina ist nicht Zvezdnica Sarajevo oder HSK Mostar, sondern der FK Sarajevo. Der FK Sarajevo ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballteams in gesamt Bosnien. Während der jugoslawischen Zeit war der Hauptstadtklub regelmäßiger Teilnehmer der ersten jugoslawischen Fußballliga und wurde sogar zweimal jugoslawischer Meister und zweimaliger jugoslawischer Pokalfinalist. Heute spielt der FK Sarajevo in der ersten Liga Bosnien, die man fünfmal für sich gewinnen konnte. Aktuell ist der Club seit 2018 amtierender Meister und gewann 2019 den letzten bosnischen Fußballpokal. International konnte sich der Verein leider noch nicht qualifizieren. Bleiben wir auf dem Balkan und fahren nach Bulgarien. Dort haben wir den 2001 gegründeten Verein Ludogorets Razgrad. Ludogorets Razgrad ist aktuell mit Abstand der beste bulgarische Fußballverein, besser als ZSK Sofia, Levski Sofia und Lokomotive Plovdiv. Ludogorets Razgrad spielte vor über 10 Jahren in der vierten bulgarischen Liga und durch ein bisschen finanzieller Hilfe konnte man in die erste Liga aufsteigen und holte 2011, 2012 als Aufsteiger das Triple im eigenen Land. Rekord. Es gibt nur einen weiteren Verein, der sowas mal geschafft hat. Und der Verein spielt in Estland und heißt FC Lavadia Tallinn. Ludogorets Razgrad war noch nie schlechter als Platz 1 in der Liga. Seit sie 2011 aufgestiegen sind, wurden sie seit heute 2021 immer bulgarischer Meister. Immer. Stellt euch mal vor, das passiert in Deutschland. Das gäbe so 100% Hate. Also wenn Bayern München und RB Leipzig ein Kind haben, aber diese Vorstellung möchte ich nicht gerne haben. Gibt es noch was, das ich euch noch sagen muss? Vielleicht, wie gut Razgrad international ist? Razgrad qualifizierte sich insgesamt zweimal für die Königsklasse und fünfmal für die UEFA Europa League. Gehen wir mal nach Dänemark zu unseren Freunden aus dem Norden. Dort habe ich den FC Kopenhagen als beste Mannschaft genommen. Der FC Kopenhagen ist mit 13 dänischen Meisterschaften der Rekordmeister in Dänemark. Und mit 8 gewonnenen dänischen Pokale hat man die zweitmeisten in der dänischen Pokalgeschichte. Mehr Pokale hat nur ein Verein und da dürft ihr mal raten. Kleine Quizrunde. Es ist nicht Brøndby, es ist nicht Midtjylland, es ist nicht der BK Aalborg, es ist mit 9 dänischen Pokalen Aarhus GF. Fand ich persönlich sehr überraschend. Aber egal. Kommen wir aber zurück zum Thema. Der FC Kopenhagen gewann 2019 die letzte dänische Meisterschaft und 2017 den letzten dänischen Pokal. International ist der FC Kopenhagen auch sehr, sehr häufig vertreten. Sie konnten sich fünfmal für die UEFA Champions League qualifizieren und achtmal für die UEFA Europa League. 2019, 2020 kam man sogar bis ins Europa League Viertelfinale und scheitert ganz knapp in der Verlängerung gegen Manchester United mit 1:0. Ob FC Kopenhagen eurer Meinung nach der beste dänische Fußballverein ist aktuell, darüber kann man sich streiten. Aber meine Meinung ist es aktuell der FC Kopenhagen. Aber scheiß drauf, echte Wolfsburg-Fans würden Esbjerg sagen und das ist halt richtig so. Wolfsburg-Esbjerg für immer, nur der VfL.
Kommen wir jetzt zum letzten Land und das ist England. Der beste Verein aktuell in England ist ganz klar der FC Liverpool. Und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung. Der FC Liverpool ist amtierender englischer Fußballmeister und gewann 2019, also vor 2 Jahren, die große UEFA Champions League. Darüber hinaus hat man mit Jürgen Klopp angeblich den besten Trainer der Welt und mit Adrian Klar den besten Torhüter der Welt und wir haben über Karius noch nicht geredet. Spaß. Klar, man kann viele Namen nennen in der Premier League. Da gibt es viele Vereine, die Big Six mit, keine Ahnung, Manchester City, United, Tottenham, Chelsea, Everton, Leicester. Aber Liverpool ist ganz klar, meiner Meinung nach, die Nummer 1. Und wer Arsenal sagt, ist halt komplett lost und den muss man dringend einsperren. So, das war's mit dem Video. Die nächsten Teile werde ich über die Wochen verstreut hochladen. Deswegen abonniert gerne meinen Kanal auf Ehre. Komm bitte auf Ehre und aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Und ich hoffe, 2021 wird für euch ein schönes Jahr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.